Aufgepasst, Freunde, wir schauen uns heute die Top 3 Aktien für das Jahr 2023 an, und zwar meine Top 3. Ich bin gespannt, wie die Aktien dann wirklich performen werden. Das werden wir nämlich dann am Ende des Jahres erfahren. Wird auf jeden Fall mega spannend, und wenn du neu bist auf meinem Kanal, gerne mir gleich mal hier folgen. Ja, ein weiterer Favorit für das Jahr 2023 ist eine Silbermine. Die haben es aktuell genauso nicht einfach tatsächlich, weil die eine größere Übernahme gestartet haben für insgesamt 4,6 Milliarden US-Dollar. Also da ist richtig, richtig viel Kapital unterwegs für die Übernahme. Und deswegen läuft auch der Aktienkurs verhältnismäßig schlecht gegenüber dem Silberkurs. Hier geht es voll ab, hey, lauter geile Menschen auf jeden Fall da. Und deswegen gehören auch Pan American Silver, wenn sich natürlich auch der Silberpreis relativ gut entwickelt, zu meinen Top-Favoriten für das Jahr 2023. Hier ist es ja tatsächlich so, dass ich selber nachkaufen möchte. Und wenn du dich gerade fragst, was mache ich hier eigentlich? Ich habe mir eine ruhige Straße ausgesucht, weil ich einfach gar keinen Bock mehr habe zum Rumgehen. Deswegen nehme ich dir einfach ein bisschen mit, hier durch Kopangan. Ich habe auf jeden Fall ein richtig geiles Leben. Ich hoffe einfach, dass ich euch ein bisschen die gute Laune mitgeben darf, euch schöne Eindrücke hier zeigen darf, keinen anderen Mitreisenden hier auf die Eier geht tatsächlich, und wir eine richtig, richtig geile Zeit haben. Auf jeden Fall Pan American Silver, wenn sich der Silberpreis eben gut entwickelt, gehört auch für mich dieses Jahr zu den Top Picks dazu. Schauen wir, was Ende des Jahres dann tatsächlich übrig bleibt. Aufgepasst, Freunde, aktuell gibt es noch die Bonusaktion beim Zero Broker. Ihr bekommt mit dem Code HOLLY2022 25 Euro Willkommensbonus und noch eine Gratisaktie bis zu 145 Euro. Also gern mal unten den Link abchecken. Ich selbst bin seit 2019 Kunde beim Zero Broker. Also gern mal abchecken. Ich bin wahnsinnig zufrieden und habe seit 2019 keine Ordergebühren mehr bezahlt. Das nächste Unternehmen ist tatsächlich im Monat Dezember aus meinem Depot noch rausgeflogen, aber das Unternehmen steht auch bei mir ganz hoch im Kurs drinnen, dass ich es kaufe. Warum habe ich es jetzt verkauft gehabt? Erstmal hat es bei mir so psychische, ja, Wehen hinterlassen, kann man mal direkt so sagen, weil mich das ganz negativ beeinflusst hat, und ich habe ja noch diesen Steuertopf gehabt im vergangenen Jahr, und da habe ich mir gedacht, komm, verkaufst du Intel, behaltest es aber trotzdem in Beobachtung, sodass du es dann, wenn Intel unter 25 US-Dollar fällt, dir ins Depot reinkaufen kannst. Deswegen gehe ich davon aus, nicht nur weil ich dann Intel eben kaufen möchte für mein Depot, dass wir hier doch ein relativ konstantes Jahr zumindest sehen werden und Richtung drittes, viertes Quartal, dass wir dann vielleicht sogar Richtung 30 US-Dollar und darüber hinaus gehen könnten. Das wäre aktuell ein Kurs plus, lasst mir echt lügen, von 20%. Damit könnt ihr auf jeden Fall für dieses Jahr sehr gut leben. Ein weiterer Favorit von mir persönlich, und ganz ehrlich, ich mag das Unternehmen natürlich auch, da sind vielleicht ein paar Emotionen aus der Kindheit noch vorhanden, und zwar ist es Walt Disney. Walt Disney tendiert fast auf den Corona-Tief, als hätte sich das Unternehmen einfach die letzten 2 Jahren, 3 Jahren, 5 Jahre nicht weiterentwickelt. Also das ist schon mal richtig, richtig komisch zu sehen. Woran liegt das? Natürlich, dass die Videoplattform im Hintergrund, was läuft, einfach extremst kapitalintensiv ist. Dort kommen aktuell nicht so viele Kunden nach. Und es gibt Gerüchte, also ganz, ganz leise Gerüchte sind es, dass es eventuell hier eine Abspaltung kommen könnte bei Walt Disney. So eine Abspaltung kann extremst positiv sein. Das hat man in anderen Unternehmen gesehen, wenn sie sich wieder auf die Kernkompetenz konzentrieren. Das heißt, einerseits das ganze Video-Streaming-Zeug ausgliedern in einem extra Unternehmen und sich dann wieder auf die Kernkompetenz, sprich auf Walt Disney mit den Freizeitparks, mit allem, was dazugehört, konzentriert. Und da glaube ich, dass wirklich wieder richtig geniale Möglichkeiten entstehen könnten, wenn es zu einer Aufgliederung bzw. eben zu der Abspaltung kommt. Ob es soweit kommen wird, werden wir sehen, aber auf dem aktuellen Niveau natürlich noch relativ teuer bewertet, aber auch, das sind ja auch gerade diese Phasen, diese einmaligen Situationen, wo man so ein Qualitätsunternehmen relativ günstig im Kurs bekommen könnte. Jetzt gehen wir da mal rein. Und das möchte ich auf jeden Fall spielen. Ich habe ja Walt Disney schon im Depot drinnen und möchte hier auf jeden Fall in kleinen Tranchen nachkaufen. Let's go, das wird ein richtig geiles Börsenjahr. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf, und diese Reise gehen wir gemeinsam hier auf meinem YouTube-Kanal. Deswegen gerne mal folgen, und glaubt mal, es wird brutal genial dieses Jahr.